Ich habe gestern noch versucht, für den Invictus One ein Ladegerät zu finden, aber das hat alles nicht geklappt. Ich wollte auch nicht so eine hohe Spannung haben, weil ich habe herausgegoogelt, der hat das Ladegerät, auf dem Ladegerät steht 14 Volt. Und dann habe ich noch bei YouTube ein Video gesehen, wo einer das aufgeschraubt hat, allerdings Zweier. Da ist der 11,1 Volt Akku, das ist ein 3S-Zellen. Also bei, die haben Ladestoßspannung 4,2, das war 12,6. Also müsste das Ding eigentlich auch mit einem Ladegerät von 12 Volt so fast. Ach ja, hier mein neuer Handyhalter. Handyhalter. Ja. So, hier ist der Staubsauger. Ja, ich habe hier so von der Fritzbox oder auch ein anderes 12-Volt-Ding. Ich mache mal eben den Ding hier weg, der ist voll. Ordnung ist das halbe Leben. Auf jeden Fall, das ist ein 12-Volt-Netzteil hier. Das hört man auch, das brummt, das Fritzbox im Leerlauf. Ich habe auch andere 12 Volt. Ich habe auch noch einen 15 Volt irgendwo, den habe ich aber nicht gefunden. Und mehr wollte ich nicht drauf geben. So, wir sehen hier. Mache den jetzt rein. 12 Volt Netzteil. Das Brummen, das Leerlaufbrummen hört auf und er hat jetzt 0,45 Watt. Aber da tut sich trotzdem nichts. Weil die Elektronik. Gestern hat er noch eine Düse gemacht. Ja, also die Elektronik verhindert das. Das Originalnetzteil hat angeblich 14 Watt. Und da sitzt wahrscheinlich eine Elektronik drin, die sagt, jo, nee. Ich habe nämlich auch noch so einen Maxfi-Staubsauger. Den kann ich auch nicht an jedem 22, Dings Ladegerät anschließen. Manche gehen und manche nicht, weil der irgendwas sich misst. Jetzt habe ich meinen Akku von meinem Bosch. Das ist ein 14,4 Volt Akku von dem Works. Den habe ich die Spannung hier gemessen. Ja, ist gut. Ist, macht er hier. 14,6. 14,6 Volt. Also, da könnten wir vielleicht was mit anfangen. Also, wir nehmen den Staubsauger. Wir machen das mal wieder ein bisschen normaler. So. Wir nehmen den Staubsauger. Wir nehmen den Staubsauger und suchen die Krokoklemme. Da ist die Krokoklemme. Das habe ich ja gestern schon gewusst, dass das passt. Wir stecken das hier rein. Ne, mit dem geht es auch nicht, weil der macht ja vorher eine kleine Testung und sagt Low Voltage. Das heißt, der startet nicht einfach den Ladevorgang, der misst nicht. So, ich habe ja aufgeräumt, das heißt, meine Teegläser haben schon ihren ersten Einsatzzweck gehabt. Ist das Problem wieder mit der Brille? Gestern hatte ich sie auf dem Kopf.
Da mache ich mir ein Teil dran an der Brille. So ein Funkmelder mache ich mir da dran an der Brille. Ja. Und dann lasse ich die Brille piepen. Ja. Oder irgendein System erfinden für Alzheimer-Patienten oder so Dementerkrankte, dass noch nicht, dass das quasi akkulos ist, also ohne Batterie, dass das über Bluetooth funktioniert. Also es gibt ja auch beim iPhone mit Bluetooth, dass selbst wenn es ausgeschaltet ist, dass man es orten kann. Und das integrieren, diesen Chip integrieren in Brillen oder in irgendetwas. Und dann einfach über die Situation die Wohnung tracken. Und dann, wenn ich die Brille jetzt abgelegt habe, oder wo ich die benutzt habe, oder das letzte Mal die Brille in Reichweite war, wenn das nur eine Reichweite hat, von einem Meter meinetwegen, so ein System, dass das Handy das dann anzeigen könnte. Ja, kann das mal jemand erfinden, bitte? So. Versteht ihr nicht? Doch, versteht. So, jetzt haben wir eben mal hier das Plus. Einmal hier. Und einmal hier. Feuermelder, Rauchmelder, Feuerwehr, Rauchmelder. Ja, hier sind auch noch... das habe ich noch nie so geladen, weil ich kein Ladegerät dafür habe. Das habe ich von Hornbach gekauft, aus der Ausstellerwand. Deswegen ist der Verschluss auch abgebrochen. So, jetzt wollen wir mal eben gucken. Ich habe ja gerade noch meinen Zangenampermeter gehabt. Das hat ja auch eine Strommessung. Da muss ich jetzt aber auch wieder überlegen, wie das war. So, ZZ, das ist glaube ich hier, ne? So, einmal hier 2 Ampere. Naja, mehr wie 2 Ampere wird er nicht reinballern, aber ich nehme mal 20 Ampere. So, und jetzt haben wir hier nochmal AC und das hat ja auch DC. Das habe ich mal für 30 Euro zum Jubiläumspreis bei Konrad gekauft. Hier 35 Jahre Konrad. Dann kann man das ungefähr... Ne? Hallo. Ungefähr herausfinden, wie alt das ist. 18 steht da, 17 irgendwas drauf, ist ja auch egal. So, wir haben jetzt hier auf DC. Ja, vielleicht ist die Batterie auch schon platt. Sieht fast wie eine Glimmlampe aus. Das glaube ich nicht. Hier ist auch noch die Folie drauf. So. Hallo, läuft das Video noch? Warum läuft das Video? Warum ist die Zeit oben? Das verstehe ich nicht. Ist ja auch egal. So. Also, plus, minus, plus, minus. Was schließt man bei der Autobatterie an, damit es am wenigsten funkt? Minus zu Schluss? Oder ist es nur darum, weil der Funken da nicht da ist bei den Batteriegasen? Wer weiß, wer weiß. Also plus zuerst. So. Ja gut, dann habe ich Pech gehabt. Das Ding hat 5 Euro gekostet. Das ist aber... Wenn der jetzt bei 0,5 mehr abbraucht, dann habe ich... Tut sich gar nichts. Vielleicht braucht er ja auch eine Weile. Vielleicht ist die Elektronik erstmal am Checken. Tut sich nichts. Tut sich nichts. Es hat aber noch... Es sagt noch immer nicht, dass der Staubsauger nicht in Ordnung ist. Es kann das Ladegerät sein. Ich weiß nicht, was das für... Obwohl bei Amazon verkaufen sie 15 Volt Ladegeräte statt den Original 14 Volt. Und da haben einige schon auch gesagt, in der Rezession, das wäre nicht so, meint er, die wird nicht richtig voll oder mit. Da ist nichts. Da wird nichts, Junge. So, das war Teil 2. Das heißt, wir müssen den Akku aufmachen. Lange warten oder was? Kann ich hier noch einmal messen? Was soll ich hier messen? Ich habe doch gemessen. Ich habe doch gemessen.
Sehr viel Mist, 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 sagte mein Elektromeister. Volt. DC. Ja, das ist. Er tut nichts, er nimmt nichts, er will nichts. Er will nichts, er will nichts. Schluss, Ende aus und tschüss.